Let's get ready to rumble! Sorry Leute, manchmal habe ich echt so einen Vollhorst. Also, ich könnte auch ab und zu speichern und vor allem sollte ich mich auch etwas mehr anstrengen in den Kämpfen. Und ich habe jetzt auch mal meine Orksöldnerrüstung angezogen, das könnte auch helfen. Ich habe natürlich ansonsten jetzt alles wieder so gemacht, wie es auch vorhin war. Und was mir aufgefallen ist, ne? Alle sind grün mit dem Namen hier. Nur Sandford, der bleibt weiß. Ja. Dementsprechend sieht man eigentlich auch daran schon, wer hier der böse Verräter ist. Und ich werde jetzt mal die Sprengpfeile ausrüsten. Da können wir den mal ordentlich eins reinbraten. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass das jetzt mal etwas besser klappt. Das war ja echt zum Kotzen vorhin. Das ist aber auch echt dumm gemacht mit den Kämpfen, dass die ständig umfallen. Und dann spielt natürlich auch die KI ein bisschen rein, dass sie dann mal etwas öfter blocken und dann auch mal aus der Reichweite rausgehen und ein bisschen ihre Attacken timen. Aber dass die ständig umfallen müssen, das bringt einen so aus dem Kampffluss raus. Das ist einfach nur absolut nervig. Das Gequatsch drücke ich jetzt mal weg. Das kennen wir ja schon. Quatsch nicht so blöd rum. So, und jetzt jachte ich dich töten, du dreckiger Rebell. Ich bringe dich um, du Mistkerl. Pams. Man on fire. Ja, und wieder fällt er dumm um. Ach, ist das nervig. Ja, komm. Ach, was. Der Kampf nervt mich sichtlich. Übrigens habe ich schon jetzt zwei Fehlversuche, die ich nicht extra mit reingenommen habe in die Aufnahme, durch. Wo ich immer wieder dran verzweifelt bin, dass der Typ Stellen nicht umfällt und man nichts mit diesem einen Schlag abzieht. Und der schlägt dann einmal zu und man kriegt ja den übelsten Schaden dadurch. Das ist echt einfach nur nervig. So, jetzt mache ich es aber hier so auf die stupide Art und Weise. Ach komm, nicht mal das klappt. So, schlag zu. Ach, wie schnell kann der denn ausholen? Das ist doch nicht wahr. Komm, ey. Das ist doch... Ey, Typ. Ich reiß dir den Arsch auf, weißt du? Bleib dran. Wow, das war knapp. Dass die anderen aber auch bloß zugucken. Ich meine, das ist der Spitzel der Rebellen, ne? Muss man ja mal so anmerken. So, jetzt habe ich ihn endlich. Diese blöde Pisssau. Ich werde jetzt mal ausfällig und benutze jetzt hier Ausdrücke. Das ist mir jetzt vollkommen Wurs. Vollkommen Rille ist mir das. So, ist er jetzt schon tot, der Kerl? Nee, ne? Stirb. So. Hast du davon. Ruf bei den Orks geht um 3 hoch. Nicht schlecht. War eine knappe Sache, aber wenigstens habe ich es jetzt weg. Wegen der Söldner. Ich kenne den Verräter unter deinen Männern. Wer ist es? Sandford, der Lagermeister. Er steckt mit den Rebellen unter einer Decke. Sandford? Nicht zu glauben. Hast du einen Beweis dafür? Ohne einen handfesten Beweis ist das nur eine dreiste Behauptung. Ja, haben wir. Wir haben ja gerade einen Brief gekriegt. Sieh dir diesen Brief an. Er ist von Sandford an die Rebellen. Den hätten wir vielleicht mal lesen können, aber naja, egal. Verdammt. Ich werde den Verräter Sandford aus dem Weg räumen müssen. Zu spät. Doch wenn ich es mache, wird das die Moral der Truppe nicht verbessern. Hier, diese Belohnung hast du dir verdient. Ja. Sandford, der Lagermeister ist tot. Sehr bedauerlich. Aber es ist besser so. Gut gemacht. Hier hast du dein Gold. Er hat's verdient. Trano arbeitet wieder. Ist doch... Ja, das kennen wir schon. Das hatte ich vorhin auszusehen nicht angeklickt wieder. Gut. Dann haben wir den Kack jetzt erstmal weg und ich speichere erstmal. Da haben wir es jetzt erstmal hinter uns. Das ist schon mal sehr schön. Ich glaube, wir können gar nicht auf 100% hier in Monterra kommen, weil ich glaube, ich dafür hätte einen Auftrag für den einen Ork machen müssen. Bin mir aber nicht sicher. So, und jetzt schlafe ich erstmal, damit ich wieder volles Leben krieg. Und da wir ja jetzt so einen guten Ruf haben, können wir auch jetzt mal in die innere Burg rein. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Weil ich beim letzten Mal ja vor Monterra abgestorben bin, als wir endlich den Ruf dann hoch genug hatten. Aber jetzt werden wir das mal tun. Und werden mal schauen, was es so in der inneren Burg gibt. An Aufträgen und so, ne? Denn hier draußen müssten wir jetzt wirklich, glaube ich, alles abgearbeitet haben, soweit. Haben ja jetzt uns auch lang genug hier in Monterra aufgehalten. Ja, komm, quatsch nicht blöd. Wir können rein. Lässt du mich in die Burg? Ja, aber benimm dich. Die Jungs da drin trainieren und...
lassen sich nur ungern dabei stören. Ja, ist mir egal. So, rein in die Burg. Und hier dürften ja jetzt nur Orks sein eigentlich, oder? Also, weil die Orks-Söldner, die scheinen ja hier nicht so hoch im Kurs zu stehen in Monterra. Deswegen sieht auch so aus, als ob hier nur Orks sind. Hey du, wo willst du hin? Ich sehe mich hier ein bisschen um. Umsehen kannst du dich im Sklavenviertel, Bürschchen. Entweder du übst dich hier in den Waffen oder du verschwindest gleich wieder. Hier wird angepackt, verstanden? Du kriegst auch noch auf die Nerven. Du redest hier mit einem Feldherrn der Orks. Du hältst dich wohl für sehr stark. Was ist denn richtig? Du hattest noch nie einen wirklich gefährlichen Auftrag. Ja, wirklich gefährlich, ne? Da bin ich ja mal gespannt. Na schön, was kann ich für dich tun? Einer meiner Leute drückt sich vor der Arbeit. Oh, ich weiß. Es ist ein starker Krieger. Ich erinnere mich. Er sich auf die Auszeichnungen aus, die ihm im Krieg verliehen wurden. Solange die Rebellen uns immer noch bedrängen, gibt es keinen Grund nachzulassen. Es war Chaos. Ja, ich weiß, wo er ist und wir werden ihn natürlich zur Arbeit bringen. Dann bin ich ja mal gespannt. Sein Name ist Follek. Er hat sich irgendwo in der Burg versteckt, haben die Morras. Ich hoffe mal, der wird etwas standfester sein als dieses Sanford und nicht bei jedem Schlag umfallen. Das war ja jetzt echt grausam gewesen. Ansonsten gucken wir uns mal hier um. Was haben wir denn da? Ein Mühlstein. Die Dinger sind übrigens da, um unsere Stärke zu trainieren. Das finde ich sehr gut. Wenn wir, ich glaube, wir sind noch nicht stark genug. Wie viel haben wir denn? Gucken wir mal. Oh, ich habe 20 Lernpunkte, die muss ich mal ausgeben. Oh, wir haben eine Stärke 200, da könnte es sein, ich bin mir nicht sicher. Entweder bei Stärke 200 oder 300 ist man stark genug, um die Mühlsteine anzuheben. Und wenn man es schafft, ihn anzuheben, kriegt man 5 Stärkepunkte kostenlos drauf. Finde ich sehr geil. Klappt? Ach, göttlich. Über das Köpfchen, jawoll. So will ich das sehen, mein Freund. 1A, hast du schön gemacht. So, und ich war der Meinung, irgendjemand gibt einem dafür auch Anerkennung. War das vielleicht hier Mr. Korschach gewesen? Hallo? Nee, sieht nicht so aus. Na gut. Haben wir draußen noch jemanden mit Namen sitzen? Bei Korschach muss ich immer an diesen Test denken. Der heißt zwar Rorschach, aber ist ja fast dasselbe. Weiß nicht, ob ihr das kennt, dieser Psychologietest. Man schmiert ein bisschen Tinte auf ein gefaltetes... Also man faltet ein Blatt vor... Schmiert ein bisschen Tinte dazwischen und dann klappt man die beiden Seiten zusammen und das Bild, was dabei entsteht, das ist dann irgendein Geklecker und da soll man dann irgendwas reininterpretieren. Das ist der Rorschach-Test, soweit ich weiß. Beziehungsweise man hat schon irgendwelche Kärtchen, auf denen solche komischen Gebilde vorgedruckt sind. Und die Patienten bei Psychologen, die müssen dann reininterpretieren, was drauf ist und daran kann man dann sehen, worüber sie nachdenken oder irgendwie so. Daran, was sie damit assoziieren. Ne? Kleiner Totenschädel. da wird er durchsichtig, ja. Ja, wir sind mal so dreist und setzen uns ja auf den Thron. Und dann wollen wir mal mit dem Boss hier reden, mit Varek. Noch so einer von der Sorte. Wer zum Teufel hat dich hier reingelassen? Dein Anblick erzürnt mich, Morak. Ich dachte immer, die Feldherren hier in den einzelnen Städten haben alle rote Anzüge, abgesehen von dem in der ersten Stadt, der ja sowieso ein bisschen aus der Reihe fällt, aber Varek ist ja auch blau. Na gut, dann, was haben wir denn hier Schönes? Was ist dein Problem? Mein feiges Volk hat mir bisher nur Ärger bereitet. Die Rebellen des Königs verstecken sich in Höhlen und Wäldern, kämpfen vornehmlich aus dem Hinterhalt. Jedem offenen Kampf gehen sie aus dem Weg. Unzählige Männer deines Volkes kämpfen und arbeiten für unsere Sache. Als Söldner kämpft ihr in unseren Arenen und unterjocht euer eigenes Volk. Ich kann das nur zutiefst verachten. Ich mag die Einstellung von Varek, ehrlich gesagt, weil es halt das Ehrgefühl... Irgendwie habe ich gerade ein tierisches Rauschen auf dem Ohr. Ich hoffe, das ist dann in der Aufnahme nicht so drin. Weil es halt das Ehrgefühl der Orks widerspiegelt. Denen würde es niemals einfallen, wenn die Morras, also die Menschen, wenn die das Orkland hier einnehmen würden, würde es denen niemals einfallen, sich als Söldner für die zu verdingen, weil sie einfach zu viel Ehre haben. Und Varek sieht es halt als ehrlos an, dass die Orksöldner ihr eigenes Volk verraten und er sieht es auch als ehrlos an, dass die Rebellen diesen Guerillakampf aufnehmen, auch wenn ihnen natürlich nichts anderes übrig bleibt. So. Wieder auf die Ausgrabung, mein Freund.
Wie laufen die Ausgrabungen? Unsere allumfassende Suche nach den göttlichen Artefakten sollten dich nicht interessieren, Mora. Es wäre besser für dich, wenn du deine Aufmerksamkeit der Sicherung der Stadt widmest. Dieses Rauschen macht mich fertig. Das ist garantiert in der Aufnahme dann auch drauf. Ich werde sowieso gleich Schluss machen. Wir machen jetzt noch das Gespräch mit Warek durch. Da müsst ihr jetzt mal mit dem Rauschen durch. Ich hoffe, das ist nicht so stark, so wie ich es jetzt höre. Ansonsten wäre es schrecklich. Und dann mache ich Schluss für heute. Ohne die Söldner würde diese Stadt zusammenbrechen. Sei nicht so vermessen, Mora. Nur unserem Wohlwollen habt ihr es zu verdanken, dass ihr weiterleben dürft. Ja, wie du meinst. Du scheinst einige Erfahrungen mit Rebellen gemacht zu haben. Allerdings, sie lauern wartend vor den Toren der Stadt auf eine Gelegenheit, diese Stadt zurückzuerobern. Unzählige Male haben wir ihre Stellungen schon zerschlagen, doch sie erneuern sie immer wieder. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie ihren Nachschub aus einem großen Rebellenlager namens Okara erhalten. Ich würde dieses Nest zu gerne aussehen, wenn ich wüsste, wo es liegt. Darum werden wir uns also auch noch kümmern können, das machen wir natürlich gern. Ich könnte das Rebellenlager Okara ausheben. Ich habe von einem wie dir auch nichts anderes erwartet. Wenn du Okara findest und es dem Erdboden gleich machst, wirst du deinen angemessenen Lohn erhalten. Machen wir aber alles später. Wir sammeln das bloß erstmal, diese Quests, in denen wir die Rebellennester halt finden müssen und in denen wir sie dann auslöschen müssen. Weil wir einfach noch nicht stark genug dafür sind. Wir werden dann später sowieso noch große Befreiungsaktionen in der Wüste starten. Aber das kommt alles später dann noch, ne? So, Xardas, ne? Was weißt du über Xardas? Die viel größere Frage ist, warum der Träger der Macht Belias dich interessiert. Ich kenne ihn. Das behaupten viele. Doch nur die wenigsten sahen ihn wirklich. Sag mir einfach, wo ich Xardas finden kann. Wenn du ihn so gut kennst, dann solltest du wissen, wo er sich am liebsten aufhält. Im Verborgenen, fernab von allem Weltlichen, hat er seinen Turm errichtet. Darin wirst du deinen Fuß ohnehin niemals setzen. Bla 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 bla. Irgendwie wird es immer lauter bei mir hier auf dem Ohr mit dem Rauschen und so. Und ich höre mich selbst gar nicht mehr so richtig. Das ist... dieses Rauschen... ach, schrecklich. Na gut. Die zwei Gesprächspunkte noch, dann haben wir es geschafft. Was ist mit den kleineren Rebellenvorposten vor der Stadt? Vernichte sie, wenn du willst. Gern. Wenn aus Okara immer wieder neue Rebellen hier auftauchen, hilft uns das gar nichts. Geh und erledige erst Okara, bevor du mich mit dem Kleinkram belästigst. Aber wir haben es auch noch gar nicht als Quest gekriegt, okay. Wir müssen zuerst Okara vernichten und dann kriegen wir erst das Quest, diese kleinen Gruppen da fertig zu machen. Komisch. Na gut. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Du stellst so viele Fragen über Dinge, die dich nichts angehen. Selbst wenn mir die Macht dieser Relikte des alten Volkes bekannt wäre, würde ich sie nicht mit einem Söldner teilen. Kann ich verstehen, würde ich auch nicht machen. Ansonsten hat Warek gar nichts für uns. Ich hätte gedacht eigentlich, dass er ein bisschen mehr noch mit uns zu bereden hat. Aber gut, dann gehen wir noch raus in den Burghof. Ich muss dran denken, dass ich... Nein, ich gehe noch hoch zu dem säumigen Ork. Oder kommt dieses Rauschen etwa vom Regen? Das könnte natürlich auch sein. Haben wir jetzt zufällig irgendwo ein Bett anwesend? Da würde ich mal kurz schlafen. Das wäre es natürlich, wenn das vom Regen kommt und ich ja die ganze Zeit denke, mein Mikro spackt rum.